herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vikings. Und ja, jetzt, da es ja zwei Folgen pro Woche gibt, hoffe ich, dass wir ein bisschen in der Story vorankommen, denn ich habe Lust drauf. Und draußen müsste jetzt Kacke rumrennen, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen raus. Moment. Wo ist Kacke? Wo ist Kacke? Wo zum Henker ist... Ach, da. Na dann. Jetzt hoffe ich doch, dass es sein letztes Stündlein geschlagen hat. Sion, wenn das nicht mein alter Freund, der Tarne von Skjern ist. Hab nicht mehr geredet, seit du mich an der Westküste angegriffen hast. Bin froh, eine weitere Gelegenheit zu haben. Was genau willst du mit diesem Angriff auf diese Hochzeit denn erreichen? Oh, ich bin nur hier, um dir so viel Ärger wie möglich zu bereiten. Dein Gesichtsausdruck sagt mir, dass ich das geschafft habe. Ich sag mal so, wie oft muss ich dir denn den Arsch noch versohlen, bis du die Botschaft verstehst, Kacke? Er lacht. Ganz ohne Heiterkeit oder Charme. Damals hast du mich überrascht, das muss ich zugeben. Aber diesmal ist es ein fairer Kampf. Und diesmal werde ich gewinnen. Könnte es sein? Könnte es sein? Wo ist denn der blöde Skaggy? Da ist er. Wir können nichts machen. Das ist traurig. So, pass auf. Wir haben tausende von Bogenschützen. Deswegen ist die Frage, ran oder fort? Am besten wäre es natürlich, sie hier hinten zu verschanzen. Das probieren wir als erstes. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir das nächste Mal in die Offensive gehen. Deswegen... Jawohl. Jawohl. Ach. Moment mal. Wir haben Gunnar nicht dabei, ne? Ei. Das ist ja doof. Ah, das ist ja doof. Wir sind ja in der Unterzahl. Ja, gehen wir zurück. Wir sind ja in der Unterzahl. Du stehst natürlich jetzt ein bisschen blöd rum, ne? Und noch meinen Rücken dazu. Ich hoffe, das hat keine Auswirkungen. Das ist natürlich doof. Vor allen Dingen mit einem Schlag so ein... Ah, nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht. Oh. Ich glaube, da muss ich... Wow. Ich glaube, da muss ich Ketil und Roskva mal kurz bemühen. Das nützt nichts. Die müssen kurz bemüht werden. Vor allen Dingen... Eieiei. Let me help you with that. Ist ja schade, weil... Ketil könnte natürlich so schön... Na. Versteht die Problematik.
Das ist natürlich oberblöd. So, wartet mal. Was kann denn eigentlich Nefia? Oder wir müssen erst mal schauen. Der hier wäre natürlich super. Was machst denn du mit dem? Und was machst du mit dem? Aber Aslife kommt nicht hin. Und du... Könntest du den benommen schlagen? Nee, ne? Das ist zu viel des Guten, oder? Ach, das ist zum verrückt werden. Wenn sie wenigstens benommen, ne? Einer benommen. Dann hätte ich gesagt, wir hätten eine klitzekleine Chance gehabt. So steht der natürlich... Ich hätte ihn doch hier hinten hin. Oder die zumindest so... Weil getroffen sind die trotzdem, obwohl die in Deckung waren. Also bei der nächsten Runde wisst ihr, was passiert. Ja, blöd genug ist es. Ja, da werde ich mich trotzdem erstmal mit dem hier auseinandersetzen. Was? Ah, bin ich doof. Wirklich? Das ist traurig hoch 3. Ach so. Ach, jetzt hätte ich die ja noch hier hingestellt. Okay, also die Runde, die können wir unter Ulk verbuchen. I'll make you pay for that. Nee, ich gebe auf. Ja. Good. Good. Nee, nee, also... Beim besten Willen. Beim besten Willen, nee. Nee. Nee, das war komplett. Komplett von. Na. Den trifft er noch nicht mehr. Einen kritischen vielleicht? Nö, ne. Wäre zu viel verlangt, ne. Kleiner kritisch. Nur mal schauen noch, was die machen. Ja, zu entdecken gibt's ja nicht mehr viel. So, wie machen wir es diesmal? Wie oft, denkt ihr, müssen wir? Und wenn wir uns nun mal hier hinstellen... Nefia hier hin. Ross... Weil lassen wir mal da hinten. Den lassen wir auch mal hinten. Und den hier hin. Das ist Quatsch, ne? Ja, die Brandpfeile sind brandgefährlich, ne? Wahnsinn. Und mit ein bisschen Pech haut er gleich Aslife kaputt, ne? Das sieht aber ein bisschen besser aus. Da könnte nämlich Roskva. Die Frage ist jetzt wirklich. Shit! Let me take a look! Good! Good! Da könnten wir jetzt wirklich. Hm.
den benommen schlagen hier, oder? Wie viel machst denn du Schaden eigentlich, Ketil? Wir haben einen zu wenig, ne? Oh, kaum Schaden. Aber kaum. Und Nefia? Boah. Wie lassen sich denn eigentlich die Flammen löschen? Warte jetzt mal, wir haben doch auch noch eine Falle. Was hast du eigentlich hier? Stärke wird erhöht. Das machst du gleich. Was hast du? Wir müssen jetzt alles in die Waagschale werfen. Okay. So, was hast du? Durst? Ein Hindernis. Damit die nicht an Nefia rankommen, ne? Okay. So, du hast Netz. Brauchen wir jetzt nicht. Weil das wird ja nur bis zum Ende der Runde festgehalten. Bis zum Ende der Runde. In der gegnerischen Runde? Nee, brauchen wir jetzt echt nicht. Ja, die brauchen wir jetzt. Obwohl, wo kannst du die hinspannen? Achso, nur vor dir. Nee, meine Freundin. So, ja. Pass auf. Achso, dann triffst du wieder den hier, ne? Ja. Sehe ich ein. Oh, wieso hat denn der so einen Wahnsinns. Aber was macht denn eigentlich Ketil? Also gut, ich probiere es nochmal. Gedwin. Betäuben. Ach, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ach, ich hasse es. Habe ich schon gesagt, ich hasse es? Ich hasse euch alle. So ein Mist. Ach, so ein Mist. Haben wir ja gar nichts gekonnt. Obwohl, vielleicht hätte ich zumindest ein bisschen. Naja. Ach, Mist. Mist. Bah. Gleich durch ein Schild. Aber gut. Ah, die gehen nicht in die Krähenfüße. Geblendet. Traum. Oh, mit einem Schuss. Ich hasse das. Mit einem Schuss. Ich hasse das wirklich. Wenn mit einem Schuss das alles kaputt ist. So. Gift. Es hilft nur noch Gift. Need a hand? Thanks for the help. So ein Mist, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. So ein Beschiss vor allen Dingen.
die treffen, ne? Aber meine, puh, ganz vergessen. Da, absorbiert. Oh, das ist übel, oder? Kann die? Ne. Na gut, du könntest hier hin. Du kannst noch den unter Drogeneinfluss setzen. Aber was hilft's noch? Am Ende. Was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein Rabauke? Und er repariert sein Schild wieder. Ju. Da ist der blöde Bogenschütze. Au. 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 Au, au, au. Um ehrlich zu sein, ich hol mir Gunnar noch. Wisst ihr das? Wir probieren es die nächste Folge nochmal, weil das wird nichts. Ich sag's euch gleich. Hier komme ich gar nicht her. Die ist im Grunde tot. Weil den kriege ich ja nicht. Weil, wenn wenigstens Ketil, ne? Aber... Den kannst du ja in der Pfeife rauchen. Komm, machen wir einen Schnellschuss. Nur mal Skill. Couple more hits like that and I've earned a runestone. Kritische Treffer, juhu! Du bist der Beste. Und wenn ich mit Rosk war... Ah. Ja klar. Warte mal, was macht denn überhaupt der Todesstoß? Ja, wir haben keinen immobilisierten Feind. Könnt ihr vergessen, dass wir immobilisierte Feinde haben. Bringt es irgendwas? Ich kann mir es nicht vorstellen. Ja, ich glaube, wir bauen erstmal unser Schild. So vor uns hin. Ein bisschen, ne? Ja. Und? Geht wieder, ne? Alles. Alles wieder gut, ne? Heute mir wie die Wahnsinn. Au! Mit einem Schlag. I can't feel my Tod. Everything. I failed you. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich Gunnar überhaupt mitnehme. Oder nicht lieber jemand anderen. Vielleicht einen Bogenschützen. Wer angebrachter. Wisst ihr? Wäre angebrachter, oder? Wahnsinn. Und da haben wir Skaggy auch noch. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. War eine etwas kürzere Folge, aber das hat keinen Sinn. Oder wollen wir es... Nee. Heute habe ich keine Lust mehr, weil ich nehme nicht an, dass das der letzte Kampf wird, den ich da austrage. Ich glaube, selbst wenn ich noch einen raushol, dann werde ich noch 3, 4 Versuche wahrscheinlich brauchen. Könnte ich mir vorstellen.
Boah. Mal schauen. Ich habe gar keine Idee so richtig. Ich habe alles rausgepresst. Ciao, ciao.